Het's Moslem da innen. Hä? Also wenn's Moslem hat, jetzt müsst ihr einmal ganz gut zulassen. Jetzt sag ich euch einmal nebis. Jetzt sage ich euch einmal nebis. Gut, die Frage ist natürlich schon, wie sagt man das? Das ist ein schwieriges Thema, das ist jetzt ein diffizil. Das ist ein dünnes Eis. Ja, da haben sich andere an meiner Stelle haben sich da schon. Schwierig, das ist schwierig. Ne? No, ich probiere es auf die Gefahr hin, dass ich verstanden wäre. Also. Ein Islam, der ist mir gelinde gesagt. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie gelinde. Ist mir deshalb Islam. Im Prinzip, ich sage rein vom Grundsatz her, ist aber eigentlich unheimlich egal. Fast schon gleich. So, jetzt ist es draußen. Und wisst ihr warum? Ja, ich habe jetzt wirklich ganz andere Probleme, als mich über einen Islam aufzuregen. Ganz andere Probleme habe ich! Solange mein Nachbar am Freitagabend um 5 Uhr in einer menschenverachtenden Art und Weise und vor allem meistens noch bei bestem Grillwetter die angrenzend Wiese beschüttet. Ja, was heisst da beschüttet, der Hurenwand auf der mit Beschütte flutet? Solange habe doch ich kein Problem mit dem Islam. Im Gegenteil, das Nachbarli, das Bauernmantli, könnt von mir aus wie ein Muezzin auf dem Futtersilo oben hacken und 5-mal am Tag oben abjodeln. Da wäre ich schon gern für bedingungslose Religionsfreiheit. Hauptsache, der ist Sau und lässt sein Beschüttefass im Stall innen. Das ist doch wahr. Was? Ja, ja, da müssen wir nicht diskutieren. Das ist durchaus die Verhältnismäßigkeit. Ist nicht. Nein, das liegt mir auch nicht. Ich will jetzt nichts verheimlichen da. Wir will nichts verharmlosen. Oder unter einem Gebetstipp. Das will mir nicht. Nein, 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 nein. Aber was ist, darf man sagen. Und darum sage ich, der Moslem, das ist klar, der lässt keinen Millimeter mit sich diskutieren, was seine Religion und vor allem seine Traditionen anbelangt. Also da ist der Moslem eigentlich schon fast ein Inneroder. Ja, so weit hergeholt ist der Vergleich in dem Fall nicht. Jetzt aufgepasst, der Moslem, das wissen wir, der hat seine absolut heiligen, seine unverrückbaren Prinzipien. Aber habt ihr meinen Nachbarn schon mal gesehen, Mädchen machen? Also Mädchen, nicht Mädchen. Nicht Mädchen, das geht mir einen Dreck an. Nein, Mädchen, wie man es jetzt halt sieht, in der Wiese aus, sie wissen so best. Weißt du, wenn ich sage, hey, Madden, gell? Also Maddenen. Ich kenne Deutsch, oder? Da sind ja mehrere, weißt du, hey, Maddenen. Ja, auf jeden Fall, die Mädchen, die der macht, die sind alle miteinander, sind die schnurgerade, weißt du, Schnur, gell? Stur, gerade. Da könntest du mit Lineal und Kompass, könntest du von mir schon gerne mit dem Rosenkranz nachmessen kommen. Alle Mädchen, ausnahmslos, richtig gehen, fanatisch sind die richtig Süden ausgerichtet. Nein, nicht Osten, Süden. Da unterscheidet sich der Inneroder fundamental vom Moslem. Süden ist natürlich kein Zufall. Im Süden liegt dem Nachbau sein religiöses Zentrum. Der Wallfahrtsort schlechthin. Sagen wir es so. Was für den gläubigen Moslem Mekka ist für den tiefgläubigen Nachbarn der Stammtisch. Und am selben Stammtisch geht es meistens zu und her. Also da ist das Alte Testament im Vergleich dazu wie die Hausordnung von einer Steinerschule.
Oder wenn zum Beispiel beim Jassen so ein Ungläubiger die falsche Karte wirft, Jesus, Maria und Josef, da tun sich apokalyptische Abgründe tun sich auf. Schrecklich, ich sage gerade eins. Auge um Auge, Zahnersatz um Zahnersatz, nicht der Satte. Was, Gnade? Hä? Ein Viertler hat eine Gnade. Also ein Typ kann doch nicht auf Gnade hoffen, der kann froh sein, wenn er mit halbwegs heilig nicht am höheren Bock aus dem Paradies raus, sprich aus dem Restaurant Kreuz raus, bugsiert werden, so. Und übrigens, der Nachbar, da ist der Inn. Wenn es um die eidgenössischen Jassregeln geht, ist das praktisch ein Evangelist. Ja, manchmal hat man schon ein Gefühl, er hat hier die Schiffertafel mit dem heiligen Gebot drauf. Stöck, Stich, Weiss. Und noch rund die Kaffee Lutz dazu. Hey, direkt vom Herrgott, sprich vom Köpf, ich höchstpersönlich. Auf der Spitze des Berges, auf dem Sentis oben, praktisch aus der Wolke raus, ich empfand noch ein so fundamentalistisch Jaste-Typ. Das sind einmal Prinzipien. Gell, das sind einmal Prinzipien, das ist so ein nettes, konservatives Unit. So ein Unitli ist doch praktisch ein Freigeist dagegen. So läuft das bei uns. Ja, da muss man sich doch die Frage stellen. Quasi, wie sagt man, die Gretchenfrage. Ja, was kümmert mich denn da noch irgendein Islam? Das ist doch bei weitem nicht das naheliegendste Problem. Haben wir sicher nicht bei meiner Nachbarschaft! Entschuldigung. Ich bin sonst ein Ruhiger. Übrigens, der andere, wie heisst der Chef von dieser Ding da unten? Weißt du, das ist so ein magerer Haken. So ein toges Pfutschili. Merkst du? Der lange Ding hin sammelt, oder der Brrr, und der Zattelbad. Merkst du? Der lange Zattelbad. Sieht aus wie so ein Zürcher Hipstergrind. Hä? Mohammed, genau, der Mohammed. Hä? Na, dass man das richtig versteht. Der Mohammed ist nicht das Problem. Ah. Der einzige Mohammed, den ich kenne, arbeitet im Kebabstand oben. Und mit mir selber habe ich kein Problem, solange ich mehr in meinen Dürüm hinein, anstatt dieser böckeligen Huren Lammfleisch, genug Schwein ist dort.